Warum möchte ich das? Vielleicht noch einen Schritt vorweggreifen. Ich glaube nicht, dass ich alleine das umsetze, sondern das ist eine unternehmerische Tätigkeit, wo ganz, ganz viele Baustelle von Architekten über Gebäudemanagement, über das Jobcenter dazugehören und auch schließlich die Wuppertaler, die von diesem Projekt profitieren. Warum mache ich das? Ich bin Wuppertaler, ich bin hier geboren, ich habe eine sehr große Affinität zu dieser Stadt und ich möchte, dass auch viel mehr Menschen begreifen, warum diese Stadt so einmalig ist und hinter mir, das könnte der Ort sein, wo das passieren kann. Erstmal ist die Horst-Buch-Stiftung eine Herzensangelegenheit, der Stadionumbau genauso. Beides zueinander zu vereinen, ist wirklich eine traumhafte Möglichkeit, die es gibt. Und die Horst-Buch-Stiftung fängt ja gerade an, Fahrt aufzunehmen. Wir brauchen einen Ort, wo man das erleben kann, wo wir Leute einladen können, wo wir eine Trainerakademie durchführen können oder auch mit den Fans und auch mit den anderen jungen Eltern in Kontakt bleiben, um eine ideale Arbeit zu gewährleisten. Ja, das Dach ist eigentlich eine unglaubliche Möglichkeit, die wir es haben. Erstmal schafft es Glaubwürdigkeit. Ein Dach für die Nord ist ein zentraler Moment dieses Konzeptes. Wir müssen den Fans etwas zurückgeben. Man kann kein Stadion ohne die Fans bauen. Aber das Dach kann noch mehr. Einmal lässt es Licht durch, aber trotzdem soll es auch die Sonne nutzen. Es soll Strom produzieren und wir haben die Möglichkeit, einmal das gesamte Gebäude Strom freizustellen, als auch die komplette Zooanlage mit nachhaltigem Strom zu beliefern. Als Kooperationspartner konnten wir dafür die WSW gewinnen, was uns besonders freut. Das Dach hat neben den energetischen Vorteilen, die durch Solarenergie gewonnen werden und ich finde der sehr, sehr schönen Gestaltung, auch noch den riesigen Vorteil für die Nachbarn, dass ein wirklich effektiver Schallschutz gewährt wird, sodass der Schall im Stadion bleibt. Das wird einmal die Atmosphäre pushen und gleichzeitig die Umgebung leiser machen. Es geht erstmal um den Ort. Es geht nicht primär um Fußball. Ich finde zwar Fußball auch faszinierend, ich bin selber auch fußballerisch tätig, aber spannender ist, was geht an diesem Ort? Wir sind mitten in Wuppertal, unglaublich gut erschlossen mit ÖPNV-Anbindung, direkt mit dem Auto erreichbar, direkt fußläufig zur Wupper. Ich sehe die Schwebebahn und ich bin in einem wunderbaren Nachbarschaft. Der Wuppertaler Zoo, die Technische Akademie oder auch das gesamte Zooviertel sind Charakteristiken für Wuppertal und es ist traumhaft, dort zu sein. Was soll dort geschehen? Ganz vieles. Wir haben eine Kommunikationsebene. Wir möchten das Stadion nicht nur zu den Spieltagen öffnen, sondern 365 Tage zugänglich machen. Es soll ein Begegnungsort, ein Innovationsort geschaffen werden, wo gerade in den Erdgeschossflächen man essen gehen kann, vielleicht einen Abend ausklingen kann, Messen stattfinden, kleinere Ausstellungen unternommen werden und in oberen Bereichen auch ganz normale Besprechungsräume sein können. Es ist eigentlich das Stadion selber, wird ja umgebaut vom Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter. Und das ist nicht ein Plan von mir, der ganz neu ist, sondern es ist ein Plan, den es schon lange gab. So wie die Nord- und Südtribünen damals konzeptioniert wurden, wurden auch schon die Ecken und auch die Gegengrade konzeptioniert. Wichtig ist, dass die Stadionskapazität nicht sinkt, sondern es muss ungefähr annähernd genauso viele Zuschauer bleiben, wie sie bis jetzt das Stadion fasst. Die Gegengrade wird ja vom Jobcenter und vom GMW so umgebaut, wie die damaligen Pläne der Nord- und Südtribüne schon mit der Gegengrade das Ganze angegangen hat. Wir werden über 20.000 Zuschauern bleiben. Ich denke, wir werden auch die 22 und vielleicht sogar die 23.000 erreichen.